Zurück in Toulouse. Die Tschechen wechseln mit dem ersten Spielerwechsel dieser Partie. Krejci kommt für Schwoll ins Mittelfeld. Und dann also der zweite Durchgang mit einem 2:1 für die Spanier. Kurz fühlten wir uns erinnert an Brasilien, als die Tschechen führten durch das Tor von Kolasch. Dann allerdings schnell die Antwort durch Cazorla. Und das im Moment Führungstor für die Spanier durch Morata. Hat eine Riesenchance zu erhöhen vor der Halbzeit, ebenfalls durch Morata. Sie haben kurz gebraucht, hatten Probleme zu Beginn, aber unterm Strich eine verdiente Führung für die spanische Mannschaft, die allerdings natürlich gesehen hat, wie schnell es gehen kann. Und das Wichtigste war ein guter Start, das hat der Trainer nochmal gesagt. Bloß nicht wieder wie in Brasilien mit einem Fehlstart in das Turnier gehen. Das wollten sie um jeden Preis vermeiden und haben es bislang geschafft. 3 Punkte im Moment für die Spanier und ein großartiges Spiel dann am zweiten Spieltag gegen den ebenfalls erfolgreichen Teilnehmer gestern, gegen die Türkei. Klasse gemacht von Alba gegen Kolasch, aber Einwurf für die Tschechen, die also jetzt mit Krejci einen neuen Mann ins Mittelfeld gebracht haben von Sparta Prag. That's it. Limberski, Dodzkal mit ganz viel Raum. Ramos stand richtig, schön gemacht vom Innenverteidiger von Real. Cazorla startet. Mannschaftskollege des tschechischen Torwarts, Peter Cech bei Arsenal. Eben standen sich die beiden gegenüber. Da gewann Cazorla das Duell. Kader Žabek, der Mann aus Hoffenheim. Krejci. Flanke abgeblockt. Pedro, Konterchance für die Spanier. Mit Pedro. Schön gespielt von Busquets. Laufduell mit Kader Žabek. Morata doch noch den Ball rüberbekommen. Und die Grätsche von Sivok. Pavelka. Dodzkal mit den auffälligsten Aktionen bei den Tschechen. Und es wird erneut gewechselt. Spanien bringt Marta in die Partie für Isco. Nächste Reaktion des Trainers. Auch Lafata bei den Tschechen kommt für Netzit. Damit also der Stürmerwechsel beim Team aus Tschechien mit dem neuen Mann von Sparta Prag. In der Qualifikation gesetzt, zuletzt bei den Freundschaftsspielen nicht zum Einsatz gekommen, aber jetzt bei diesem ersten EM-Spiel gegen Spanien. Juan Mata, der neue Mann beim Titelverteidiger. Das ist der Innenverteidiger Tomáš Sivok mit dieser Grätsche eben gegen Morata. Ganz wichtige Aktion des Mannes von Bursaspor aus der Türkei. Eckball von rechts ausgeführt vom Berliner, von Darida. Lafata! Casillas faustet ins eigene Tor aus. Riskante Aktion eines Weltklasse-Torhüters, der die Mehrzahl der Spiele absolviert hat im internen Duell mit David De Gea. Nächster Eckball Darida und Casillas! Diesmal sicher vor Krejci. Hat in der Qualifikation etwa 2/3 der Spiele absolviert. In den anderen Partien David De Gea, der Mann von Manchester United im Tor. Bei den Spaniern heute bekommt der erfahrenste Mann dieser Mannschaft seinen nächsten Turniereinsatz. Krejci hat Tempo reingebracht. Darida, schön gesehen. Nochmal Darida und die Chance für Lafata. Riesengelegenheit für die Tschechen, für den neuen Mann. Kein Abseits gegen Busquets. Und dann knapp gescheitert, aber klasse gesehen von Darida.
Der Berliner bringt Tempo rein in das Spiel der Tschechen. Und das wäre fast der Ausgleich gewesen für die Mannschaft von Pavel Wirba, dem Trainer. Seit 2 Jahren betreut er die tschechische Mannschaft. Mata. Im Doppelpass mit Morata. Wieder der Stürmer. Juan Fran. Morata jetzt weit außen. Deswegen die Flanke für Pedro. Kein Problem für Peter Cech. Die Tschechen, seit ihrer Gründung als eigenständige Mannschaft, seit 96 immer dabei bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, haben sie es nur einmal geschafft, 2006 in Deutschland dabei, in der Gruppenphase gescheitert. Bei Europameisterschaften der größte Erfolg, der 2. Platz bei der 1. Teilnahme in England, 96. Kasola gegen Kader Žabek. Gut geklärt dann von Hoffenheims Rechtsverteidiger, von Kader Žabek. Konter, Schaus mal über rechts. Krejci. Ball nicht im Aus. Ramos gegen der Vater. Iniesta. Jordi Alba. Wieder raus zu Pedro. Sehr variabel vorne Iniesta. Klasse gemacht. Morata muss sich drehen. Oder Casola sehen. Weiter für Mata. Hat etwas zu lange gedauert. Trotzdem Pedro, Morata. Und Mata. Pfosten. Ganz viel Glück für die Tschechen. Am Ende war es Mata, der sich mal traut. Lange Zeit davor gewartet. Und dann springt der Ball so gerade noch raus. Aus dem Tor der Tschechen. Kodosch. Kader Žabek. Entscheidende Phase jetzt. Viertelstunde noch zu spielen in Toulouse. Die Tschechen haben alle Möglichkeiten, ein Tor zu machen. Auf der anderen Seite Riesenchance für die Spanier. Pedro geht und Silva kommt. Und bei den Tschechen kommt Gebre Selassie, der Bremer, für das Mittelfeld dann für Dočkal, der jetzt also gehen wird. Das ist David Silva, der neue Mann bei den Spaniern. Auch schon mit einiger Erfahrung. Und dann also Gebre Selassie aus der Bundesliga für Dočkal auf die Flügelposition der Tschechen. Pavelka und Lafata abgeblockt, trotzdem Unsicherheit bei Ramos. Mata. Casola. Gegen Gebre Selassie, der 3. Wechsel. Pavel Wirba kann nicht mehr reagieren. Hat mit Lafata, Krejci und Gebre Selassie 3 neue gebracht. Eine Möglichkeit noch für Vicente del Bosque. Silva, das ist so einfach. David Silva, abgefälscht von Kadlec. Bin gespannt, ob er spielen wird. Im nächsten Spiel dann gegen Kroatien. Einige Probleme bei den Tschechen in der Verteidigung, aber nicht nur wegen Kadlec, sondern weil da einige Spieler nicht gut zusammengespielt haben bei den Gegentoren. Nächster Eckball für die Spanier, für Santi Casola. So, jetzt kurz mit Ramos. Iniesta, ganz frei. Iniesta! Abgewehrt von Cech.
Aber eine schöne Variante, deutlich effektiver als die vielen Ohne-Reingaben, die sie zuvor probiert haben. Einwurf für Spanien für David Silva. Ganz stark von Casola. Morata! Kopfballtor Spanien, 3-1. Und wieder ist es Morata, 10 Minuten vor dem Ende. Die Entscheidung für den Titelverteidiger durch Morata. Wunderbar reingeköpft gegen Tschech. Kadlec, die Innenverteidigung sieht nicht gut aus. Er ist stark gemacht von Casola. Und dann Silva mit der Flanke. Morata verwandelt. Und sie schauen alle zu. Unhaltbar für Tschech. Da ist das 3-1. Die Entscheidung für den Titelverteidiger. Spanien holt 3 Punkte zum Auftakt gegen Tschechen, die das gut gemacht haben. Die in Führung gegangen sind durch Kolasch. Aber dann kam die starke Offensive. Und Morata zeigt, dass es eben doch geht. Kopfballtor für Spanien. Durch den größten Mann, durch Alvaro Morata. Zweites Turniertor, gleichgezogen mit Selçuk İnan und Robert Lewandowski. Und wir sehen die Bilanz oben links eben. Alles spricht für Spanien. Eine hochverdiente Führung für den Titelverteidiger der letzten beiden Turniere. Und dann also kann man sich allmählich vorbereiten auf das nächste Spiel gegen die Türkei. Das wird ein großartiges Fußballspiel werden. Zwei motivierte Mannschaften. Krejci, noch ist nicht Schluss. Mata zum zweiten Mal gegen Krejci. Trotzdem Kadlec. Krejci, weite Flanke. Zu weit für Gebre Selassie. Einwurf für Jordi Alba. Juan Mata. Juan Fran. Schön gemacht. Und hat ihn bei dem Spiel gehalten. Erneut der Mann in der Verteidigung. Weiter für Casola. Gegen Sivok und Limberski. Nächste Flanke. Silva abgelegt. Und die Chance. Iniesta. Glanztat von Tschech. Wunderbar gehalten gegen Iniesta. 4-1 verhindert. Und das war Weltklasse von Tschech, den Ball abgewehrt zum Eckball für die Spanier. Riesenchance, nicht genutzt von Iniesta. Stattdessen Standard Casola. Wieder kurz mit Ramos. Casola. Iniesta zurückgelegt zu Morata. Iniesta, Silva und Casola, 4-1. Auch Casola trifft. 4-1 für Spanien. Stand da ganz frei im Strafraum. Die Tschechen geben ja alles aus der Hand. Haben gut mitgehalten. Aber das ist natürlich viel zu einfach. Iniesta schön weiter mit der Hacke vorbereitet. Von Mata für Casola. Und dann gegen Tschech verwandelt eben. Grandios gehalten gegen Iniesta. Aber jetzt gegen Casola das nächste Tor zugelassen. Spanien, der Europameister, führt mit 4-1 gegen Tschechien und hat alles vorbereitet für ein großartiges Turnier. Die Spieler stimmen, haben wunderbar zusammengespielt. Morata, Casola mit den beiden Toren jeweils zum Auftakt. Und es ist alles angerichtet für ein Spitzenspiel am zweiten Spieltag in Nizza. Spanien gegen die Türkei. Die Tschechen bekommen dann ihre Chance gegen Kroatien. Haben für mich besser gespielt im ersten Durchgang als die Kroaten. Und am Ende doch ein ganz bitteres Ergebnis für die Mannschaft von Pavel Wirba, die trotzdem die Chance hat, mit einem Sieg gegen Kroatien das Weiterkommen zu schaffen. Heute in Toulouse war Spanien am Ende eine zu große Aufgabe. Iniesta, Nachspielzeit läuft. Morata in der Mitte und Silva! Sie lassen nicht nach, auch Silva mit der nächsten Chance. Räume für die Spanier, für David Silva. Santi Casola kriegt das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht.
ein wirklich starker Auftritt seiner Mannschaft im ersten Spiel in Toulouse. Und was in Brasilien nicht gestimmt hat, hat heute richtig gut geklappt. Trotz Rückstand eine starke Leistung. Die Tschechen haben kurz geträumt von der Sensation, aber dann war Spanien einfach zu gut. 4 Tore, zweimal Morata, zweimal Cazorla. Sie haben ihre Ansage an die Mitstreiter gerichtet. Spanien ist eine große Mannschaft, ein großer Favorit. Pavelka, gibt es noch die Chance für die Tschechen? Kolasch, schön verlängert. Lafata, nochmal Kolasch. Und Darida, abgeblockt, trotzdem die Chance. Casillas gegen Lafata, letzte Chance dieses Spiels. Spanien gewinnt 4:1 zum Auftakt gegen Tschechien. Mit einer bärenstarken Leistung, zweimal Morata, zweimal Cazorla. Nach dem Rückstand von Kolasch, alles gut gemacht. Und damit also der perfekte Einschalt für die Mannschaft von Vicente del Bosque in dieses Turnier. Nach dem 3:1 der Türken nochmal nachgelegt. Wir schauen auf die Tabelle. Zunächst also Spanien vor der Türkei, dann Kroatien und auf dem letzten Platz Tschechien. Am nächsten Spieltag wird sich alles entscheiden, vielleicht beim Spiel Spanien gegen die Türkei in Nizza. Davor um 18 Uhr Tschechien gegen Kroatien. Das also die nächsten Partien dieser Gruppe D, die uns begeistert hat mit den beiden Spielen und dann also weitergehen wird am 17. Juni mit den nächsten Spielen in Saint-Étienne und in Nizza. Das war's zunächst aus Toulouse. Es geht weiter mit dem nächsten Spiel in Paris. In Saint-Denis geht's weiter mit Irland gegen Schweden. Wir freuen uns auf die irischen Fans, die hoffentlich wieder Stimmung machen werden im großen Stadion im Stade de France heute Abend dann spät. In Lyon das erste Spiel mit Belgien gegen Italien, zwei große Mannschaften und zwei Favoriten. Gerade die Belgier gehören zum großen Kreis der Mannschaften, die das Turnier gewinnen können. Spanien hat ebenfalls gezeigt, dass sie dabei sind und das also war es zunächst aus Toulouse. Bis später, um 18 Uhr geht es weiter in Saint-Denis mit dem zweiten Spiel Irland gegen Schweden. Bis dann!